Willkommen bei McDonald's. Was geht ab? Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Leute, viele von euch wissen es vielleicht gar nicht, aber ich hatte lange Zeit einen Praktikanten. Um genau zu sein, 3 Wochen. Jemand, der hier tatkräftig mit angepackt hat und jetzt wahrscheinlich nicht mehr... Ihr habt wahrscheinlich nicht mehr mitbekommen, Leute. Es ist eine... Könntest du vielleicht ganz kurz... Es ist eine Person, um die sich viele Mythen ranken. Niemand weiß bis dato, wer es ist. Ich weiß es, weil die Person befindet sich just im Moment rechts neben mir. Und auch heute, meine Freunde, werden wir vielleicht wieder ein bisschen in diesen Mythos eintauchen. Die Rede ist von Alphastein. Alphastein war bei mir Praktikant für 3 Wochen und jetzt haben wir quasi gerade unser Abschlussgespräch gehabt. Ich kann so sagen, wie es ist. Er hat extrem schlechte Arbeit geleistet und hat alles an Aufgaben, was ich ihm gegeben habe, quasi in die Tonne geschissen. Ja, abschließend dazu würden wir jetzt tatsächlich gemeinsam gerne noch zu McDonald's fahren. Das macht man ja so. Was hast du gerade? Ich habe aufgeguckt. Wieso klatschst du jetzt auf die... Ja, das muss ja nicht sein. Wir fahren jetzt gemeinsam zu McDonald's und werden noch ein bisschen was Organisatorisches machen. Ich dachte, ich vlogge das einfach mal, wenn er hier ist. Du hast Angst wovor? Vor meinem Hund? Ja, das war immer so ein Problem. Akani hat Stein sehr, sehr lieb gewonnen. Das Ding ist auch, seitdem Akani dieses Ding auf dem Kopf hat, ist er wirklich noch behinderter als zuvor. Ne? Also es wird einfach Zeit, dass der kastriert wird. Ich kann es nicht anders sagen. Ich rede von dir, Tobi. Bist du zufrieden mit deinem Praktikum? Ich fand es gut. Ja? Hast du eine Menge lernen können? Ja. Sehr schön, das freut mich doch. Und würdest du sagen, dass es sich in deiner beruflichen Laufbahn weitergebracht hat? Nö. Und wie siehst du deine Zukunft, wenn ich das fragen darf? Viel Geld. Akani gerade seinen Arm, aber... Akani, du musst einfach aufhören. Stell dir vor, bei McDonald's arbeitet jemand, der Alphastein erkennt. Wie geil wäre das? Ist das schon mal passiert, dass du wegen deiner... Ne, du läufst ja nicht mit dieser Stimme in der Innen. Ja gut, okay. Ein paar Sekunden später. Revi, können wir kurz eine Stunde auf deinem Parkplatz parken? Was? Können wir kurz eine Stunde auf deinem Parkplatz parken? Okay, eine Stunde, 20 Euro und du hörst dir jetzt folgende Beleidigung von jemandem. Hör dir jetzt... Ist das dieses, wo da steht Ein- und Ausfahrt, Tag und Nacht frei halten? Ja, genau, da soll man nicht parken. Perfekt. Ich habe ja noch einen riesen Fan von dir, ganz kurz. Wer war das, deine Mutter? Nein! Ja, Revi, wir stellen uns mal kurz hin für eine Stunde, okay? Du bist so ein Bastard zu deinen Fans, wirklich, Alter. Du bist so... Darf ich dir ein gekühltes Erfrischungsgetränk anbieten? Ja, der mein Freund. Was ist nochmal dein Lieblings-Energy-Drink? Red Bull. Wir lieben es. Ich hab nicht mal die Verpflichtung, das hier eigentlich. Wieso hab ich das jetzt? Jedenfalls ist das ja heute so ein besonderer Tag für uns. Alphastein hat ja, das ist so ein bisschen so Make-A-Wish-mäßig, eine Menge Wünsche und so. Und er wollte unbedingt mal eine Waschanlage von innen sehen. Hä? Deshalb fahren wir jetzt in eine Waschanlage. Was? Hey, du wolltest doch in die Waschanlage fahren. Doch. Können Sie? Bitte nicht. Hast du Angst vor Waschanlagen? Ja. Gut. Wir fahren auf jeden Fall in eine Waschanlage, das wird super geil. Und danach fahren wir was essen, weil eigentlich bin ich ja gar nicht so Mac-mäßig, aber ich will unbedingt, dass er mit der Stimme bei McDonald's bestellt. Das wird cool. Und freust du dich, dass du jetzt hier in der Waschstraße sind? Ja, super. Warst du schon mal in der Waschstraße? Nein. Und wie ist dein schönster Tag bis dato? Süß. Wird es dir was bringen, wenn ich meinen Motor unnötigerweise einfach aufholen lasse? Bitte nicht. Okay. Und wie fühlst du dich jetzt? Teuer. Ja. Ich hab Angst. Du hast Angst vor der Waschanlage? Ja. Warum denn? Was macht dir Angst? Die Rollen oder das Wasser? Spritzwasser. Okay, das ist wirklich nur Wasser. Entspann dich hier weg. Es ist Wasser und Schaum. Wie gefällt's dir? Für anderes Praktikum. Wir fahren in die Waschanlage. Oh. Achtung. Ja. Es ist mit Abstand der unnötigste Vlog, den ich jemals gemacht habe. Achtung, jetzt kommen die großen Rollen, Alphastein. Die große Rolle. Tobi, das ist. Die kommt nicht rein, die Rolle. Alles gut. Und wie gefällt dir das? Ja, moin, das Logik. Das sind die Bademäntelgürtel von Tanzverbot einfach. Oh, schön. Fahrst gleich durch den Pipi-Mann-Tunnel. Durch den was? Wie war's, Alphastein? Sag mal ehrlich, fandst du es schön oder nicht? Was? Wir fahren jetzt zu McDonald's. Hilfe. Ich habe den Motor, glaube ich, noch nie aufgemacht, ne? Ja, den Motor kannst du ja nicht aufmachen. Boah, was schon da. Wer hat ihn gebaut? Alexander Litau. Glaubst du, Alexander Litau schaut dein Video? Oder glaubst du, er baut gerade AMGs? Cool. Ich glaube, der baut gerade AMGs, das ist richtig. Hey, ist das dein Restaurant, Junge? Alter, hast du einen eigenen Dönerladen mit Köfte und allem drum und dein Alphorad, Digga, ist das deiner? Ist recht. Das ist ein absolut unnötiges Video. Oh, was ist das für McDonald's, Alter? Digga, passt du da rein? Bruder. Hat das links noch Platz, ja. Warum? Warum du Platz hast? Ja.
Weiß ich nicht. Okay, Albrecht, dann bestellst du mir einmal dieses vegane. Okay? Ja. Vegan-Burger. Ich sag dir mal, was ich haben möchte. Einmal den Vegan-Burger. Im Menü? Ja. Mit Cola und Ketchup? Ja, gerne. Sonst noch ein Wunsch? Cola. Außerdem noch ein Wunsch? Wasser. Chicken-Burger. Nochmal? McFlurry. Mit? KitKat. Kommt noch was dazu? Chicken-Burger. Ja? Ja, das weiß ich. Himbeertasche. Himbeertasche. Chili-Cheese-Snickers. Ja? Chili-Cheese-Snickers. 5 oder 8? 5. Ja? Ja. Mach 15,75 am nächsten Fenster. Okay. Tschüss. Tschüss. Das hat doch ganz gut funktioniert. Mal schauen, wie das funktioniert. Wenn wir jetzt noch 10 Mal hier reinfahren, immer einen Cheeseburger bestellen. Tobi, magst du überhaupt Cheeseburger? Nee. Kannst auch Hamburger nehmen. Gehört das zum Praktikum dazu? Ja. Okay. Das muss ich auch machen. Okay. Ich schwöre dir, ich war seit, wann sind wir nach Berlin gefahren? Vor 3 Monaten? 2 Monaten? Vor 2 Monaten? Ja, Februar. Letztes Mal, glaube ich, war ich da bei McDonald's. Ich habe eine Himbeertasche genommen. Ist das geil? Du hast Chili, Himbeertaschen, Chili McFlurry. Chili isst du? Nee. Doch, du magst Käse doch. Dankeschön. Okay. Hallo Herr Instagram. Hallo Herr Lombardi, was geht? Pietro, ich war gerade das erste Mal seit Jahren bei McDonald's, ne? Ja. Und ich wollte einen Ole Ole Burger, aber es gab keinen Ole Ole Burger mehr. Oder gab es schon mal einen Ole Ole Burger? Hieß der nicht Ole Ole Burger? Nein, Pizza Mac. Ach so, ich dachte, der hieß Ole Ole. Naja, ich rufe dich eigentlich an, weil ich hier einen echt großen Fan von dir im Auto habe und der würde gerne mal ganz kurz mit dir sprechen. Hallo? Boah, hallo? Hallo? Die wollten mich doch gerade verarschen. Nein, wirklich? Hallo Pietro, ich mag dich. Das ist wirklich ein Fan von dir. Ich hab mich komplett verarscht. Nein, wirklich, das ist ein Fan von dir. Ich bin 8. Hallo? Was ist denn das für eine Stimme, Alter? Der ist ein bisschen... Das Ding ist, der hat bei seiner Geburt, also der hat relativ spät geatmet, weißt du? Ich glaub dir gerade nicht. Ja, was denn? Meinst du, ich hab hier... Oder wenn es stimmt, tut es mir leid, ne, was ich gesagt habe, aber... Hä? Du lügst mir. Komm her! Pietro. Hey, Bruder. Wir sehen uns, ne? Wer ist denn das? Das ist Alphastein, so ein YouTuber. Der ich mag so deinen Song. Bruder, ihr wollt mich doch komplett verarschen. Mann, das ist... Ich schwöre dir, willst du Schläge oder was? Oh, ich... Pietro, Baby, komm, wir gehen. Das ist nicht Pietro, Das ist Alphastein, so ein YouTuber. Google ihn jetzt, warte. Okay. Google den und mach ein Video von ihm an. Wie heißt der? Alphastein. Alpha. Ist der Gamer? Mhm. Der will mich doch gerade verarschen, oder nicht? Mach ein Video von ihm an. Ja, warte. Warte, Werbung. Das freut mich. Danke, danke. Ich schwöre, du willst mich verarschen, oder? Hey, Bruder, du willst mich verarschen, Alter. Das ist der. Das ist ein Fan von dir jetzt, wirklich. Du hast mich auch mal angerufen, als du Fans von mir hattest. Das passiert zwar nicht so oft. Das ist nicht Mero. Junge. Okay, mach FaceTime. Das Ding ist, man darf den nicht sehen. Der ist halt, also, aber Pietro kann dich sehen, oder? Du willst mich verarschen. Nein, Digga, guck mal, warte, der sitzt hier hinten, aber der versteckt sich. Der will nicht gesehen werden, weißt du? Warum will er nicht gesehen werden? Weil der sich versteckt. Weil der ist, vor wem? Der ist Lombardi-Fan, das will der nicht, deshalb will er sich nicht zeigen. Was geht bei dir, Bruder? Ich sitze gerade bei Mc's und bin traurig, dass es keinen Ole-Ole-Burger gibt. Bruder, ich koche letzter Zeit viel. Ich kann dich mal auf ein Candlelight-Dinner einladen, wenn du möchtest. Ey, der zeigt sich wirklich nicht da hinten, Alter. Der soll sein... Ich schwöre dir, ich lasse deinen YouTube-Kanal löschen, Alter. Aus welchem Grund? Aber ist der hässlich? Nee, ja. Ist der... Nein, der fickt mich. Ich schwöre dir, du kennst mich. Ich muss den jetzt sehen, oder? Ich muss den sehen jetzt. Der wird dich auf dein Lebentag verfolgen. Hey, Fischkopf, zeig dich mal. Er will nicht. Ey, will er mich verarschen? Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich hab so richtig eklig gefurzt. Bah, Digga, riechst du das? Ist das dein Ernst? Ich habe jetzt Stein vor die Kamera bekommen, aber er ist natürlich vollend verpixelt. Stein, das Praktikum, hat's dir gefallen? Mega gut. Mega gut, perfekt, das freut mich sehr. Würdest du sagen, du hast in den 3 Wochen einiges lernen können? Würdest du sagen, dass diese 3 Wochen dich in deinem Leben weitergebracht haben? Auf jeden Fall. Ich habe über das Leben gelernt. Mhm, ja. Frauen, ja. Kinder, Familie. Ich habe dir nichts über Frauen, Kinder und Familie, ich weiß nicht, was er redet, keine Ahnung. Bist du auch damit zufrieden, dass du kein Gehalt bekommen hast? Ja, ist okay. Mhm. Ja, also es war ja, ne, also man muss... Genau. Ja, das ist das Ding. Würdest du das Ganze normal machen? Ja, auf jeden Fall. Du bist der beste Chef, den es gibt. Ja. Du bist einfach nett.
Ja. Außergewöhnlich. Ja. Wunderbar. Gut aussehend. Sag bitte gut aussehend. Gut aussehend. Ja, ja. Einfach der beste Chef. Ja, perfekt. Einfach der Hübsche. Alles klar. Maschallah, sag einfach der Hübsche, wenn du mich siehst, oder? Ja. Ganz genau. Vielleicht in 5 Jahren, hast du gesagt, zeigst du dich eventuell irgendwann mal? Ja, ja. Wenn Pietro Lombardi genug Druck macht, oder? Ja. Okay, Leute, dann war es das auf jeden Fall bei diesem wunderschönen Video. Schaut auf jeden Fall gerne bei Alphastein vorbei. Schade, dass wir Luca nicht treffen konnten, oder? Das ist doch ein großer Held, Kong. Ja. Naja, vielleicht beim nächsten Mal. Leute, das war's. Beim nächsten Mal fahre ich mit Alphastein zu Dena. Das war's von diesem wunderschönen Video. Haut da rein, bis zum nächsten Mal und wir sehen uns. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.